Ja, die immer ganz frisch, ne? Ja, die ganz frisch. Gerade frisch gefischt. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Leer, Ostfriesland. Wir sind beide so kaputt. Leni hat die ganze Nacht nur Remi Demi gemacht. Die war nur am Miauen, hat an der Tür gekratzt. Sie war wild. Sie war wild, das hat sie sonst, macht sie sonst aber nie. Ja, aber sie war gestern Abend auch so. Sie war gestern Abend ja so anhänglich. Ja. Als ich unter der Dusche, als sie ganz klein war, da ist sie in meinen Bademantel immer reingekrochen, wenn ich unter der Dusche weggekommen bin. Ist sie in meinen Ärmel gekrochen und ist sie drin liegen geblieben. Da war sie aber noch ganz klein. Und jetzt gestern meinte sie tatsächlich, als ich unter der Dusche weggekommen bin, sie war mir in die Dusche hinterhergelaufen, dass sie dann in meinen Bademantel müsse und ist dann auch noch stecken geblieben. So wild war sie. Sie steckte in meinem Ärmel fest und hat mich dann so aus der Achselhöhle angeguckt, so, ich komme nicht weiter. Ja, und ich habe so Rückenschmerzen. Ah nee, ich wollte nicht jammern, aber so ist es nun mal. Nicht hier der Jammer. So ist es nun mal. Ich habe Rückenschmerzen seit einer Woche. Aber da müssen wir durch, ne? Nur die Harten kommen gar. Wir starten in den Dienstag und wünschen euch viel Spaß heute bei diesem Video. Morgen. Morgen. Na, auch noch ein bisschen was dönen? Ja, natürlich. Der Rubel muss rollen. Ne? Der Rubel muss rollen. So sieht's aus. Auch wenn man gar keine Lust hat, den Rubel heute rollen zu lassen, ne? Oder geht's, Dutti? Hast du wieder einen Dutt gemacht? Schön. So nötig zum Führen. Aber das sieht gut aus. Das steht dir wohl. Nee, ich muss zum Führen. Doch, finde ich wohl. Du willst mir nur schmeicheln. Nein, sonst, ich sag dir das auch, wenn ich das nicht leiden mache. Komm nu, Maulwurfen, der Tag ist kurz. Opa. Opa. Was macht er da so lange? Ich war gestern ganz schön kaputt vom Laufen irgendwie. Ich auch, ich hab meinen Rücken immer noch. Oh, immer noch. Mhm. Nee, dann kommst du nicht mit drauf. Sie ist ein bisschen shy heute. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu erledigen. DM steht auf dem Zettel. Geschenk muss ich da noch holen. Und noch ein paar andere Sachen. Dann will ich heute Abend Weight Watchers Spaghetti machen. Die Sachen muss ich noch holen. Und noch irgendwas war das. Ja, das habe ich mir aber alles aufgeschrieben, weil sonst kann ich mir das gar nicht alles merken. Haferflocken und Obst. Und Rezept. Die Geschichte geht weiter. A never ending story. Jetzt zur Apotheke Manuels Tabletten holen, weil da, wo ich die letztes Mal geholt habe, oh, das steigt kein Mensch mehr durch in dieser Geschichte, oder? Da steigt kein Mensch mehr durch, ne? Nämlich. Nee, du bist nicht drauf. Oh, was ist die Schei? Ich muss erst zum Friseur. Ja, sie muss zum Friseur. Wieso? Dort sieht ja gut aus. Ja, aber die Strappen, die da hängen. Ja, und jetzt mal gucken. Jetzt gehe ich hier zum Multi. Und versuche da jetzt Manuels Tabletten zu bekommen. Es kann sein, wenn die jetzt sagen, dass die wieder bestellen müssen, dann muss ich das bei uns im Dorf machen. Ja, weil man hat ja auch nur eine gewisse Zeit, wo man das Rezept einlösen kann. Ich glaube nur 4 Wochen. Ich zitter schon vor Hunger. Was? Ich habe mir aber richtig lecker hier Matjes, nee, Matjes nicht, wie heißen die nochmal? Silberfisch. Doch, heißen die Matjes, ne? Bismarck. Wie komme ich noch Matjes? So, das werde ich jetzt erstmal lecker essen. Und wir haben wirklich alles bekommen, sogar Manuels Tabletten. Ich kann es nicht glauben. Darf ich mir hier so eine Tüte nehmen? Die kannst du ja gleich wieder mitnehmen zu Hause. Die ist sogar von mir, diese hier. Ich zeige euch gleich in Ruhe zu Hause, was ich noch gekauft habe. Was isst du denn jetzt? Stückchen Weltmeisterbrot. Das ist ja nichts.
Wieso wolltest du kein Fischbrötchen? Wieso hast du mir eins mitgebracht? Ja. Nee, im Ernst jetzt? Ja, wolltest du nicht? Nee. Ja, und ihr? Ich hab vergessen. Nein, hab ich nicht. Spaß. Kann ich sagen. So, das ist ja ein Muss hier bei uns an der Nordseeküste, ne? Lecker Fischbrötchen auf dem Kutter. Von Knut Hansen. Von Knut Hansen auf dem Kutter. Der hat die immer ganz frisch, ne? Der hat die ganz frisch. Gerade frisch gefischt. Hast du mich auch vermisst, Leni? Ich bin wieder zu Hause. Hast du etwa die ganze Zeit geschlafen? Erzähl mal. Wenn du nur sprechen könntest, ne, kleine Leni? Ja, ist gut. Wollen wir jetzt hier aufräumen? Wir machen jetzt erstmal den Haushalt. Und dann machen wir gleich lecker Weight Watchers Spaghetti. Ich wollte euch jetzt nochmal kurz zeigen, was ich bei DM mitgenommen habe. Und zwar einmal die Sacrotan-Seife zum Nachfüllen. Die kostet 2,45 Euro. Dann zweimal Duschgel. Einmal Papaya und Mangoblüte. Und das ist Kokos und Frangipani. Was ist Frangipani? Egal. Und dann einmal diese Hornhaut-Socken-Entferner. Fuß-Hornhaut-Entferner-Socken. So rum. Und da bin ich ja immer wieder begeistert, ne? Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, das müsst ihr mal machen, Leute. Das ist ein Erlebnis. Dann habe ich dieses Parfüm mitgenommen für meine Mama zum Geburtstag. Und zwar ist das Forever Classic Never Boring. Das gibt es natürlich auch bei Amazon. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Riecht richtig lecker. Könnt ihr natürlich auch online bestellen. Und dann gab es als kleines Geschenk diese Beauty Effect Lifting Kur bei DM. Ja, das war's schon. Jetzt werde ich erstmal die Ware hier wegräumen. Auch alles, was ich noch eingekauft habe. Und dann werde ich mich gleich ans Essen machen. Musst du eben probieren, was ich da zusammengewürfelt habe, ne? Ist das die geilste Soße? Hammer, oder? Oh, wie sie da liegt, ne? Ja, sie guckt. Bleib mal kurz, ist das nicht über. Ja, sie guckt hier wieder Vogel-TV. Hi! Bist du so entspannt? Wow, mein Schatz. So, Nudeln sind auch gleich fertig. Oh, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. So, jetzt komm, hol dir was zu essen. Mhm. Ich glaube, ich bin im Himmel. Oh, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Das muss ich nochmal betonen. So, und jetzt machen wir uns hier im Vogel-TV an. Nein, Quatsch, jetzt gucken wir mal, was wir für irgendwie eine Serie oder was anmachen. Und das werde ich jetzt richtig, richtig genießen. Mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Und noch ein Rotkehlchen, ich will mehr Vogel-TV. Hallo Meise, hallo. Das ist eine Meise gewesen. Dulli. Hast du die gesehen? Das ist eine Meise. Nix, Dulli. Ihr guckt lieber Vogel-TV und da ist noch eine Meise. Hol dir was zu essen. Ich weiß nicht, wie viel Soße du möchtest. Manuel hat hier einen Rasenmäher mit angeschleppt. Den hat er wohl geschenkt gekriegt. Jetzt funktioniert er wirklich. Ich wollte das gerade filmen, weil er jetzt seit einer halben Stunde am Rumreißen war und der funktionierte nämlich nicht. Und habe ich gleich gesagt, kein Mensch schenkt dir einen Rasenmäher, der noch funktioniert. Jetzt wollte er mir das unbedingt beweisen, dass der noch funktioniert. Jetzt hat er das tatsächlich hinbekommen. Nein! Das ganze grüne Zeug hier auf die Terrasse. Vor allem ist das ja so, wir haben ja einen Rasenmäher. Und wir haben auch noch den automatischen, den Fossi. Den Rasenroboter. Aber das interessiert ihn ja nicht, ne? Wenn es was geschenkt gibt, dann nimmt das natürlich mit. Egal, ob man das gebrauchen kann oder nicht.
Was sagst du, mein Engel, hm? Was macht der da immer? Das schleppt alles mit an, ne? Wir wissen gar nicht mehr, wo wir das alles hinstellen sollen. Der Maulwurf, das ist ein richtiger Sammler, ne? Genau. Was ist da los? Was ist da los? So müde. So ein süßes Plätzchen hat sie sich ausgesucht zum Schlafen. Schlaf weiter, mein Schatz. Alles gut. Wir gucken, was hier unterm Kühlschrank ist, Leni. Da liegt ja alles voll. Da kommt schon die erste. Boah, wie ist der Kühlschrank denn so heiß? Ist das normal? So, Leni, jetzt guck mal bitte, was da alles zum Vorschein kommt. Leni, guck mal. Jetzt guck mal. Deine ganzen kleinen Bälle, willst du die sehen? Hier. Weg da. Geh mal. Da ist noch mehr. Was ist das denn? Was ist das? Hä? Warte, Leni. Guck dir das an. Ha. So, ich glaube, das war's. Oh. Ist voll. Wir müssen Tschüss sagen. 0 Minuten nur noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.